David ist leider immer noch invalide und niemand will ihm helfen. Ja, voll frech, ey. Da rufst du hier an, dass die deine Wunde nähen. Dann sagen die, ja, ist ja kein Notfall. Können wir also sie nicht abholen. Dann rufst du da woanders an, dass der dich dann abholen kommt. Der Kranken, nicht Krankenwagen, wie nennt man die Scheiße? Arzt da. Ja, So ein Arzt. also ein Arzt halt, genau. Ja. Dann sagt er, er kann mich aber nur mitnehmen, wenn ich bei meinem Hausarzt eine Bescheinigung hole. Aber ich kann halt das Haus nicht verlassen. Und sonst muss ich 120 € zahlen. Also ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Und ich habe schon 20 Minuten telefoniert und am Ende kommt eh nichts dabei raus. Ich will doch einfach nur die Scheiße genäht bekommen. Es ist so viel verlangt. Ich kann auch bis morgen Scheiße. warten von mir aus, aber wenn es halt gefährlich sein wird oder kann, dann würde ich es am liebsten jetzt erledigen. Genau. Jetzt wäre es besser, ne? Mein Fazit auf jeden Fall: Deutschland hat ein schlechtes Gesundheitssystem. Genau. Sonst Okay. wären sie hier, hätten mir geholfen. Aber nein, ich muss warten! Ich muss warten! Scheiße, noch eins. Egal, ich Und ich koche habe jetzt. Hunger! Ja, ich koche ja schon, du Dabei Idiot. jetzt! Mach jetzt, wie du kannst schon. So, David rennt jetzt noch schnell zum Arzt. Ja. Scheiße, noch eins. Klappt das? Ja, es ist fabelhaftes Herbstwetter, die Sonne scheint. Ich muss leider hier Davids Job übernehmen. Ja. Ist ja leider invalid und eingeschränkt, aber ja, gut, das kriege ich auch hin. So, ich habe jetzt Davidoff noch vom Arzt abgeholt. Scheiße, noch eins. Danke, Brehnappi. Alles gut bei dir? Ja. Ja, das ist gut. Sieht noch ein bisschen hakelig aus. Alles noch nicht so gut. Übung Scheiße. macht den Meister. Dabei! Ja, ich versuche wirklich zu vermeiden auf den Fuß. Ich laufe immer mit dem hier. Aber ich bin es auch nicht gewöhnt, so viel Belastung auf einen Fuß auszuüben. Lecker gekocht. Für Davidoff. Ich gebe Jan von 1 bis 5 eine 4,5. Wäre die Warum? Kruste nicht verbrannt, wäre es eine 5 gewesen. Ja, das ist dein Herd. Hättest du mal einen besseren Herd und Ich Scheiß. glaube, das ist nicht nur der Herd, das sind deine Kochkünste, aber egal. Das Schau dir mal an, wie der aussieht, ey. sieht dementsprechend scheiße aus, aber er funktioniert auch dementsprechend scheiße. Ja. Ich hab's Also. gemerkt, ich hab's aufs 3 gestellt, direkt alles verbrannt, ey. Ja, ich drücke ein Auge zu. War 4, nicht 3, Lüge! Ich Egal. sag in eine Minute oder so drin. Ja, aber das Öl war schon voll heiß, ey. Das ist wirklich kein Scheiß. Was soll ich machen? Egal. Hauptsache Essen. Essen ist Essen. Ja, dann hab aber guten Danke. Appetit. Schmeckt gut. Ja, perfekt gemacht. Das bleiben wir schon löschen. Perfekt gewürzt. Ja. Obwohl, ja. Ja, ich bin halt der Würzki. Ey, jetzt hätte ich mich fast verlaufen. Schau dir mal an, da hinten ist der Bahnhof, hoffe ich. Ey, Junge. Jetzt, wo es so dunkel ist, ne? Ey, man sieht ja fast gar nichts.